Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Undertale. Da oben fliegt ein Herz, guck ganz oben, ganz da, da höher, noch höher, noch, nee, das ist schon außerhalb vom Monitor, sorry. Habe ich dich verarscht. Ja, wir stehen hier immer noch am Ende der Höhlen. Ich glaube, wir sind viel zu schnell aus den Höhlen raus. Vielleicht kommen wir auch nochmal zurück, weiß ich nicht. Und, huch, da ist gerade die Internetverbindung zu Twitch abgeschmiert. Gerade in dem Moment, wie Dr. Trollpool Hallo sagen will. Kann sein, dass es gleich ein Piep macht, so Windows-Fehlermeldung mäßig. Nee, nee, da kommt's wieder. Oh, da kommt's wieder. Okay, und da kommen auch die ganzen Hallo-YouTubes hinterher geflogen. So, Timer läuft. Läuft er nicht? Doch, läuft. Gut. So viel zum Intro. Einmal kurz das Internet weg, bitte. So, alles wieder da. Was haben wir denn hier? Bricks, ich wünsche einen guten Abend. Hallöchen. Wuppel, wuppel, wuppel. Schön, schön. Einfach schön. Das sieht schön aus. Es begann vor langer... Es ist an deine Frau oder ein Mann oder... Ich meine, guck mal, der Bereich unterm Kinn ist sehr verbeult. Vor langer, langer Zeit. Nein, weißt du was? Scheiß drauf! Warum sollte ich dir die Geschichte erzählen, wenn du eh gleich stirbst? Pling! Du! Wer ist das denn? Was ist das? Was zur Hölle ist das? Oh mein Gott! Was? Du stehst der Hoffnung und den Träumen von jedem hier im Weg. Alfies historische Bücher haben mich über Menschen... was? Haben mich denken lassen, Menschen wären leidenschaftlich. Aber du... Was? Criminal? A remorseless criminal? Ein gemeiner Bandit? You wander through the caverns, attacking anyone in your path. Was? Ich wandere angeblich durch die Höhlen und attackiere jeden, der sich mir in den Weg stellt. Das stimmt gar nicht. Selbstverteidigung? Was, bitte. Du hast sie nicht getötet, weil du musstest. Du hast sie getötet, weil es einfach für dich war. Weil es Spaß war. Dachtest du etwa, es wäre Spaß, wenn ich es rausfinde? Denkst du etwa, es ist Spaß, wenn die Familienmitglieder von anderen niemals nach Hause kommen? Ist das Spaß? Nein. Aber deine Zeit ist vorbei, Schurke. Du wirst niemandem mehr wehtun. Ein Ritter in strahlender Rüstung erscheint. Und all der Schmerz wird auf dich zurückfallen. Jede Hoffnung, jeder Traum zerfällt zu Staub. Sie wird dich direkt zurückschicken. Mit ihrem Speer. Ja. Ich zeige dir wie... Was? Determined? Gefestigt? Gefährlich? Let me google that for you. Determined. Entschlossen, gefestigt, natürlich. Hat's gerade wieder Pling gemacht? Oh Gott. Der Stream ist abgeschmiert. So, jetzt ist der Stream wieder neu gestartet. Tut mir leid für diese Unterbrechungen. Was ist denn nur mit dem Internet heute wieder los? Schlimm. Seit ich von Windows 10 zu Windows 7 zurückgegangen bin, spinnt auf einmal das Internet wieder rum. Bei Windows 10 war das kein Problem, aber da war es dann auf einmal die Grafik. Gut, Grafik auf... naja. Tut mir leid, es lenkt ab. So, ich zeig dir, wie entschlossen Monster wirklich sind. Komm schon. Ein Schritt vorwärts und wir beenden das. Na gut, ich gehe jetzt mal zurück und speichere. Der Wind heult und es erfüllt mich mit... Festigung. Baumel lädt wieder Pornos runter, was? Nein. Son of Odin, wenn der Stream laggt, liegt das daran, dass der Upload so voll ist. Ich lade Pornos hoch, nicht runter. Wie oft soll ich das noch sagen? Da sind wir auf einmal bei 0 Viewern. Ja. Geht schnell.
Das sollte jetzt aber wieder funktionieren. Bin ich wieder zu sehen? Wenn ich zu sehen bin, dann schreibt mal bitte alle Schlüpfer. Roter Schlüpfer. Baume, du es alle paar Momente kurz bis länger off. Ja, ich weiß nicht, was da los war. Macht mein Handy, lädt irgendwas runter? Ich geh mal hier in den Flugzeugmodus, aber es wird nichts ändern. Da kann ich leider nichts dafür und auch nichts dagegen. Huch! Und, schreibt jetzt jemand roter Schlüpfer? Oder muss ich davon ausgehen, dass man mich immer noch nicht sieht und hört auf Twitch? Hm. Okay. Das reicht dann. Kein Weggerenne mehr. Okay, gut. Ach du Scheiße. En garde, ich bin grün? Hier, aber der Stream sollte ankommen, ne? Ich frage jetzt mal nach. Ich muss jetzt mal nachfragen. Moment, bevor wir den Kampf austragen. Ist mir gerade sehr peinlich, dass das alles in der Aufnahme passiert, aber es lässt sich leider nicht ändern. Ich muss da mal nachschauen. Ach so, okay. Läuft's jetzt doch wieder. Na dann mal bitte, wenn ich sage, schreib... Ich sag sowas nicht zum Spaß, wenn ich sage, schreib mal Schlüpfer, roter Schlüpfer. Ah, nee, bei anderen bin ich noch offline. Okay. Okay, bei Charlie bin ich anscheinend zu sehen. Bei anderen nicht. Jetzt gucke ich mal selber in meinen eigenen Stream rein. Ach, es ist doof. Ach, es ist doof. Hm, ich stopp mal den Timer für YouTube. Bin ich anscheinend zu sehen? Ah, nö, ich laufe, ich funktioniere. Nö, ich habe mich gerade selber gesehen. So, alle mal F5 drücken, die nichts sehen. So, ich mache wieder weiter, zurück zu Undertale, Bossfight. So, nicht, dass wir die Twitches irgendwie auf halber Strecke verlieren. So, der Timer läuft wieder weiter. Wo ist denn die Mucke? Wo ist denn die Mucke? Warum ist denn die aus? Seit wann ist denn die aus? Huch, wie doof. Guti. Trollpool sieht mich, sehr schön. Baumel ist back, yeah. Yeah, gut, dann können wir jetzt endlich weitermachen. En garde! Undyne greift an. Gott, Undyne, es sieht aus wie ein Fisch, den jemand auf eine Rüstung gesetzt hat. Keine Ahnung. Und es, ich weiß immer noch nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Was? Nein, ich will sie nicht angreifen. Warum springt es immer wieder hier auf? Das ist so gemein. Ich will agieren mit ihr. Plead, Challenge. Plead, erstmal checken. 50 Angriff, 20 Verteidigung. Oh, eine Heldin, die niemals aufgibt. Okay, solange ich grün bin, kann ich nicht fliehen. Und solange wir nicht lernen, face danger head on. Okay, ich werde nicht eine Sekunde aushalten. Was ist denn das? Was zur Hölle? Was war denn das? Wir können, ich mach mal Plead. Not bad. And how about this? Ich habe ihr gerade gesagt, ich will nicht kämpfen. Sie macht einfach weiter. Wie geil ist das denn? Sie zeigt heroisch in den Himmel. Da oben. Da oben wohnt ein Mann in Blau. Ich werde ihr nochmal sagen, dass ich nicht kämpfen werde. Ich werde das jetzt ein paar Mal wiederholen, mal gucken, ob ihre Reaktion sich irgendwann ändert. Das ist nochmal genau der gleiche Satz. Für Jahre, seit Jahren träumen wir auf ein glücklicheres Ende. Sehr geil, dass ich ein Schild habe. Sie zieht ihren Finger über den Nacken. Was? Aber macht man das nicht eigentlich so? Also ich mache das nicht, weil dann würde es ja heißen, ich rasiere mir den Bart ab. Ich mache es noch ein drittes Mal. Aber es passiert nichts.
Wow, 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 was? Sie springt unruhig umher. Okay, dann machen wir mal Challenge. Oh, ich habe ihr gesagt, dass ihre Angriffe viel zu langsam sind. Alter Schwede, das wird interessant. Das wird interessant. Oh Gott. Ich fordere sie noch mehr heraus. Ah, genug Aufwärmung. Alter Schwede. Oh Gott. Was? Was? Ach so, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Es riecht nach Sushi. Oh Gott. Oh Mann. Kann ich jetzt Spare machen? Mercy. Ich kann dir aber noch nicht glauben, dass du mich laufen lassen willst. Ich werde das jetzt einfach ein paar Mal. Hui, 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 hui. Oh Gott. Ich werde das jetzt einfach ein paar Mal probieren. Mit Spare. Aber selbst wenn ich dich laufen lassen würde. Wow. Ich. Wow, oh, ah, Kacke. Es riecht schon wieder nach Sushi. Ich hämmer jetzt einfach immer wieder auf Spare. In der Hoffnung, dass sie uns vielleicht doch irgendwann mal. Blind Run. Ja, ja, das ist blind. Das ist blind, Hauntex. Hauntex. Was, was, was? Jetzt habe ich gerade nicht gelesen. Oh Gott. Ich probier's nochmal. Ehrlich. Dich zu töten ist nur ein Akt der Gnade. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag mal. Hat mich voll verarscht. Verdammt. Ich probier's nochmal. Es riecht immer noch nach Sushi. Ich soll endlich damit aufhören, so scheiße freundlich zu sein. Oh Gott. Ich halte den mit Joystick ist halt echt nicht gut. Ich glaube, ich switch rüber zur Tastatur, was soll's. Oh Gott, ich muss eigentlich mal, mal was essen. Unistickel? Oh, oh. Können wir noch eine Seite weiter? Kann ich noch eine Seite weiter? Egal. 11 HP, das ist schon mal was. Woraus zur Hölle wir Menschen gemacht sind? Naja, so ein bisschen Haut, bisschen Fleisch. Größtenteils Wasser, ist eigentlich ziemlich lächerlich. Kann man schnell selber bauen. Huch, Entschuldigung. Ich probier's nochmal mit Spare. Jeder andere wäre schon längst tot, ja. Jeder andere hätte auch schon längst irgendwas Blödes gemacht. Ich probiere das jetzt so lange, bis er irgendwann mal was anderes sagt. Oh, sie hält ihre Faust vor sich hoch und schüttelt sie. Und schüttelt ihren Kopf, was? Können wir sie sparen? Ich will sie irgendwann mal sparen. Wer ist Alphys? Oh fuck, was war denn das? Oh, sie denkt an ihre Freunde und schlägt mit der Faust auf den Boden. Was ist los? Haben wir sie etwa gerade ein bisschen weich geklopft? Ich sperre sie nochmal. Ich sperre dich so lange, bis du es nicht mehr haushältst. Oh Gott. Hey Gott, 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 galalala. Den habe ich, den letzten habe ich noch geblockt. Oh, du kannst doch nicht genauso stur sein wie ich. Oh Gott, was? Das verwirrt mich. Nein, verwirrt mich nicht. Oh, oh, oh. Da blitzt ein kurzes Lächeln auf. Ich sperre dich nochmal. Okay, sie will es zu Ende bringen und zwar genau jetzt. Okay. Ich habe nur noch 2 HP. Stock, Hunderest, haben wir nichts anderes zum Heilen dabei. Oh Gott, das wird mein Untergang. Dr. Trollpool, dafür wirfst du den Bandschlüpfer. Das war alles gut verpackt noch.
Oh Gott, nein, bitte nicht, bitte nicht. Scheiße. Fuck, wir sind tatsächlich das erste Mal gestorben. Du kannst jetzt noch nicht aufgeben. Das ist doch Sans. Sans! Sans! Was machst denn du hier? Baume! Bleib stark! Ich gebe mir Mühe. Ich war stets bemüht. Ich habe nur immer mich im Unterricht so leicht ablenken lassen. Okay, okay, okay. Wir können nochmal. Wollen wir nochmal? Wir müssen doch eigentlich nochmal ran. Kein Wegrennen mehr. Das schaffe ich jetzt. Jetzt wird's. Jetzt, wir haben volles Leben. Haben wir eigentlich noch was? En garde. Ich werde gleich sperren bis zum bitteren Ende. Piu, piu, piu. Warte mal, wenn ich rot bin, könnte ich auch... Sie hat ja nicht angefangen, ihre Sprüche, die ihr so im Kampf bringt, zu wiederholen. Darum denke ich mal, wir kommen mit dem Spare schon weiter. Ich werde es jetzt mal probieren. Und ich finde es immer wieder toll, dass sie nach Sushi riecht. Und mit der Tastatur komme ich auch ein bisschen besser klar, was das hier betrifft. Ich spare dich bis zum Umfallen. Sie hat aber auch so wahnsinnig viel zu erzählen. Ah, sie wird uns nicht entschlüpfen lassen. Das braucht sie gar nicht. Und noch mehr Spare. Ich glaube, es ist egal, was wir erzählen. Das mit dem Warming-up kam vorhin auch. Oh Gott! Ah, das habe ich nicht gecheckt. Wir könnten abhauen. I still can't believe that you want to spare me. Das finde ich gut. Ich finde es so schade, dass ich das bei Toriel nicht probiert hatte. Aber das mit dem Spare scheint einen Nerv zu treffen bei ihr. Wow. Du kennst doch Sans. Nur Spaghetti. Oh, noch kein Mensch ist jemals an... Escort the Dreamer vorbeigekommen. Dann werde ich der Erste sein. So lange, bis deine Sprüche sich wiederholen. Oh, das lief gut. Das lief gut. Oh Gott. Nein, ich werde nicht damit aufhören. Ich habe keine großartig andere Wahl. Es sei denn, ich bringe dich um und das ist echt nicht die feine Englische. Verdammt! Wir brauchen mehr HP. Ich muss noch mal ein paar Level skillen gehen. Oh Gott, ich probier's noch mal mit Spare. Welch Ironie, dass sie uns mit Speeren bewirft, während wir versuchen zu sparen. Tja, wenn jeder andere tot wäre, also ich meine, ich mache ja nun wirklich nicht viel. Dann bist du anscheinend ein bisschen ein kleiner Klops. Eine kleine Mopsrolle. Oh Gott. Diese Falschrum. Das ist so gemein. Oh Gott, da. Alter, wenn ich aus dem Takt komme, dann aber auch richtig. Das nächste Mal, wenn ich rot werde, dann rennen wir weg und versuchen uns irgendwie einen Heiltrank zu holen. Oh Gott, bin ich gut. Das letzte Mal sind wir bei der Attacke gestorben. Ja, ja, dann beende es doch. Du kannst es doch ganz einfach beenden, indem du aufhörst. Indem du aufhörst. Oh Gott. Genau an der gleichen Stelle. Ah, nein. Nein, ich werde die Hoffnung nicht verlieren. Ja, 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 ich bleib da. Schade. Nee, 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 du. Ich gehe nochmal zurück. Wir holen uns ein paar Tränke.
Das geht ja so nicht. Hab ich eigentlich mein rosa Tütü an? Ich glaube ja. Baume wird besser in dem Game. Auf jeden Fall versuche ich nicht mehr Leute umzubringen. Ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, wir haben eh noch was übersehen. Vielleicht haben wir noch was übersehen. Es gab ja noch einen Pfad, der nach oben führte. Im Norden war ja wohl auch noch eine Stadt. Das hier scheint der Ausgang aus dieser Gegend zu sein. Und ich glaube, wir sollten lieber nochmal zurück, wenn es da schließlich ein Quietscheentchen gibt, das uns auf die andere Seite überführt von diesem Wasserfall. Dann wird es da doch hoffentlich noch was für uns zu holen geben. Oh nein, nicht ihr zwei schon wieder. Nicht ihr zwei. Oh nein, dass die immer... Nein, nein, oh nein, ich will nicht angreifen. Verdammt. Dass das aber auch immer Standard auf Angreifen steht, ist so gemein für so Leute wie mich, die nicht hingucken, was sie tun, sondern einfach nur handeln. So, du kriegst deine Distanz, du kriegst deine Privatsphäre, ich respektiere deine Privatsphäre. Ich hoffe, du greifst mich da noch nicht mehr an. Wow. Wow, 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 wow. Seems comfortable with your presets. Das finde ich so geil. So, Woshua, wie auch immer du funktionierst. Ich habe es noch nicht ganz gecheckt. Ich glaube, du musst einfach nur 3 oder 4 Mal angreifen, dann bist du zufrieden. Green means clean. Auf jeden Fall. Oh Gott. Nein, ich dachte, ich sammle ein grünes ein. Nochmal zur Erinnerung, bei dem blauen muss man stillstehen bleiben. Wenn man sich bewegt, während einen blaues trifft, kriegt man ein Problem. Oder hatte ich ihm nicht einen schmutzigen Witz erzählt? Nee, ich probiere das jetzt nochmal mit dem clean. Ein hüpft aufgeregt umher. Green means clean, ich finde das so schön. Und ein kleiner Twitter-Vogel auf seinem Rücken. Ah. Fuck. Mulzbuggy, warum bist du denn immer noch dabei, mich anzugreifen? Das ist nicht okay. Ah, ich kann... Jetzt seid ihr zufrieden. Sehr schön. Ich komme mir so ein bisschen vor, als würde ich denen die ganze Zeit hinterherrennen und Gefallen tun. Wann tut mir mal einer einen Gefallen? Nein, aber da hat Andein schon recht. Es ist einfach nicht nett, alle umzubringen, nur weil sie einmal mit Wackelpudding bewerfen. Das ist halt nur wirklich nicht nett. Die Bäume sind schick, auch wenn es eigentlich Pilze sind. Verdammt große Pilze. Eine große Suppe draus machen. Phew. Den ganzen Weg wieder zurück. So weit ist es gar nicht. Ja, ich würde gerne in die Box schauen. Ich weiß nicht, warum ich das schmutzige Hundebesteck noch mit mir umschleppe. Oh, der Cinnamon Bun. Oh, den werde ich auf jeden Fall aufheben. Wobei, der Butterscotch ist viel besser. Ich nehme mir noch eine Ice Cream mit. Und 3 Slots lassen wir frei. Was ist das? Wow, da, hey du da, ich hab hier so ein bisschen geilen Scheiß zu verkaufen. Wow, was hast du? Wir hätten einen Krabbenapfel. Einen Seetee. Milchglas. Wir hätten ein weggeworfenes Notebook. Das nehme ich. Das klingt geil. Woo! Danke. Dankeschön. Weapon. Ach, guck. Ach, das ist eine Waffe. Armor. Ah, das ist 5 schlechter als unsere. Da oben stehen ja die Stats. Das ist gut. 18 heilt er. Der Apfel sieht aus wie eine Krabbe. Vielleicht ist es eine. Speed up in battle. Heals. Oh, okay. Invincible longer? Invincible longer. Naja, gut. Dann. Kann ich dir auch was verkaufen? Ta! Ich will meinen Scheiß lieber loswerden und nicht noch mehr mitnehmen. Aber wenn du irgendwas verkaufen willst, dann ist die Timmystadt dein bester Rat. Wo die ist? Na, ich weiß es nicht mehr. Hey du, willst du was kaufen? Nein, danke. Wir können mit dir reden. Worüber wollen wir denn reden? Der König.
König Fluffy Buns? Oh, der ist friedlich. Fröhlich, glücklich, so der Typ halt. Wenn du lange genug durch die Gegend läufst, wirst du ihn wahrscheinlich irgendwann treffen. Er mag es, durch die Gegend zu laufen und mit Leuten zu quatschen. Hä? Warum ich den Dreamer of Fluffy Buns nenne? Oh, das ist eine großartige Geschichte. Ich erinnere mich nicht mehr. Aber wenn du viel später zurückkommst, bin ich mir sicher, dass ich mich dann erinnere. Okay. Undyne. Ja, die ist hier so der Held, der Örtliche. Oh. Durch was? Grit? Was? Durch Sand und Beherrschung alleine hat sie sich durch Grit, wahrscheinlich Hartnäckigkeit, Entschlossenheit, durch Entschlossenheit und Beherrschung hat sie sich ihren Weg bis ganz nach oben an die royale Garde gekämpft. Genau genommen kam sie gerade erst hier vorbei und hat nach jemandem wie dir gefragt. Was ist denn das für ein Symbol da im Hintergrund? Das sehe ich jetzt erst. Erinnert mich ein bisschen an Legend of Zelda, aber nur ein kleines bisschen. Keine Sorge, ich halte den Rücken frei, Kind. Und kaufe ein paar Items. Es könnte deinen Unterschlupf sichern. Ja, okay. Das Emblem da hinten, das sieht interessant aus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was bringt ihr euch Kindern hier in der Schule überhaupt bei heutzutage? Das ist eine Delta-Rune. Das Emblem für unser Königreich. Das Königreich der Monster. Toller Name, oder? Ja. Wie ich schon immer sage. Der olle König Fluffy Buns. Can't name for beans. Ah, Alter. Das ist so... Badumtsch. Ich könnte nochmal über mich quatschen. Ach nee, über ihn. Na, ich hänge hier schon die ganze Zeit rum. Manchmal ein bisschen zu lange. Studiere die Vergangenheit. Was? Studying history sure is easy when you've lived through so much of it yourself. Ach so, die Vergangenheit zu studieren ist gar nicht immer so schwer, wenn man das meiste davon selbst erlebt hat. dieses Emblem entspricht geschriebener Geschichte. Die ursprüngliche Bedeutung ist schon lange vergessen worden. Alles, was wir noch wissen, ist, dass das Dreieck die Monster unten beschreibt und der geflügelte Zirkel darüber symbolisiert ja irgendwas anderes. Manche Leute sagen, es wäre der Engel aus der Prophezeiung. Oh ja, die Prophezeiung. Die Legende sagt, dass ein Engel, der da an der Oberfläche war und von oben runterkommt, uns Frieden bringt. In letzter Zeit haben die... Was? The people have been talking a bleaker outlook. Weiß nicht, was das heißt. Aber ich laber schon wieder schön. The Winged Circle, Angel of the... Colin, ein Engel des Todes. Okay. Und dieser Engel der Zerstörung wird uns von dieser sterblichen Welt befreien. Also, wenn ich ehrlich bin und mir diesen Zirkel mal ganz genau anschaue, ich finde, es sieht einfach nur schick aus. Alter, er ist so durch. Das ist ein toller Opa. Hey, du, ich hab noch was. Nein. Pass gut auf dich auf, dann rauschen, Kid. Okay. Keiner will mir was abkaufen. Keiner will mir was abkaufen. Keiner. Verdammt. Und ich will auch nicht alles in die Kiste stopfen. Die Musik. Das ganze Game hat so einen speziellen Look. Naja. Das ist nicht nur der Look. Das ist nicht nur der Look, es ist auch tatsächlich, dass ich hab beim Download so gestaunt, dass es gerade mal 130 MB sind.
Du! Du! Oh, du bist wirklich gekommen. Entschuldigung, ich habe das nicht erwartet. Das ist nicht viel. Aber mach's dir bequem. Was hast du für Kopfhörer auf? Unser Freund der Geist. Das gefällt mir. Das ist eine CD, die mit geisterliche... Was? Ghoulie Day Music. Klar. Geile Musik. Hat er die selbst aufgenommen? Spookwave. Das gefällt mir. Das ist geil. Das hat so ein bisschen was von... Er ist wieder da, Inspektor Gadget. Der hat eine heiße Spur. Spooktunes. Alter, ist genau das gleiche. Und jetzt hört man auch, dass es eigentlich gefurzt ist, das Lied. Hashtag Furzmusik. Oh, bist du hungrig? Ich könnte dir etwas zu essen besorgen. Das hier ist ein Geistersandwich. Möchtest du es probieren? Ich versuche, in das Geistersandwich zu beißen. Ich beiß einfach durch. Oh! Naja, wie auch immer. Nach einer großen, heftigen Mahlzeit mag ich es, mich auf den Boden zu legen und mich wie Müll zu fühlen. Das ist eine Familientradition. Möchtest du gerne mitmachen? Okay. Folge meiner Führung. Und los geht's. Du kannst so lange liegen bleiben, bis du dich wieder, ja, halt still liegen bleiben. Also, bewegst dich nur, wenn du also aufstehen willst, glaube ich. Freunde? Ich wollte gerade den Cut machen für YouTube. Was zur Hölle geht jetzt ab? Oh, das ist schön. Das ist schön. Wir meditieren gerade irgendwie. Ich lasse das Bild mal einfach so und bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Liebe YouTuber, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde mit den Twitchern jetzt noch ein bisschen hier rumhängen und ein wenig LSD nehmen. Und dann legen wir uns alle auf den Boden und drehen die Boxen laut. Dann erst drehen wir die Boxen, dann legen wir uns auf. Okay? Okay. Gut. Nemo, grüß dich. Gute Idee. Hashtag Furzmusik, genau. Ja, dankeschön. Und bis zur nächsten Folge. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir bleiben hier auf jeden Fall noch eine Weile liegen. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. Angenehm. Angenehm. Ja. Und sorry für diese ganzen Lag-Probleme und so weiter. Dass der Stream, der gekackt ist. Dass der Nemo hier reinkommt und heimlich Werbung macht. Die macht er aber für mich und nicht für sich. Das ist ein Host. Das ist lieb gemeint. Danke, Nemo. Und bis zur nächsten Folge. Auf Wiederschauen. Reingehauen.